Heute stellen wir euch die Mini-Knisterkarten von Komet vor. Es ist eine neuere Rarität. Wir gucken uns die mal kurz an. Es ist einfach ein Stück Papier, was zusammengebappt wurde, und dazwischen ist eine Zündschnur mit dem Effektsatz unten dran. Ich habe schon mal eine geöffnet, damit ihr sehen könnt, was da so los ist. Hier am Ende der Visco ist der Effektsatz, also wirklich sehr winzig und klein. So, nochmal ein paar andere Informationen zu dem Produkt. Klasse 1 natürlich, denn die BAM-Nummer ist P10807. Der Einführer ist Georg Richter, Hersteller ist YL. Und jetzt werden wir einfach mal ein paar testen. Die Effekte sollen ja sehr vielseitig sein. Geht vom Crackling bis zum kleinen Knall. Wir gucken mal, was passiert. Oh, da war schon nicht allzu leise. Ja, also ein bisschen Crackling dabei. Hauptsächlich ist es aber ein Knall, der teilweise nicht leise ist. Interessanter Artikel. Schade, dass er nach 2017 nicht mehr da ist. Bis zum nächsten Video. Tschüss.